Ja, ich muss sagen, einen Punkt können wir glücklich sein zum Schluss. Ich sag mal, über das ganze Spiel gesehen war er natürlich gerecht, fand ich. Beide Mannschaften hatten ihre Höhen und Tiefen. Aber ist klar, wenn man so spät in Rückstand gerät und dann noch einen Punkt holt und noch zwei wichtige verletzte Spieler ausscheiden und der Treffer in der Nachspielzeit fällt, dann kann man schon von einem glücklichen Punkt reden. Aber nicht ganz unverdient eigentlich, weil wir bis zum Schluss gekämpft haben. Und ist klar, heute jedem war klar, dem Gegner und uns, was es für ein wichtiges Spiel ist. Und ja, wenigstens haben wir jetzt den direkten Vergleich gewonnen. Das ist schon mal wichtig, ein erster Schritt. Ja, das ist natürlich ganz bitter. Wir haben vor 2, 3 Wochen haben wir gegen Oder Niederbach schon mal das Glücksmoment so in dem Sinne gehabt und jetzt hat es uns leider selbst erwischt. Ist natürlich ganz bitter, wenn die Mannschaft wirklich alles gibt, fightet und leider versäumt hat, das 3:1 zu machen. Und das wird halt oft genug im Fußball leider bestraft und das ist uns heute leider passiert. Ja, es tut natürlich jetzt besonders weh gegen Mitkonkurrenten und wie Sie gesagt haben, ein 6-Punkte-Spiel tut besonders weh zu Hause. Wir hätten heute mit dem Sieg wirklich dann zur Winterpause reingehen müssen. Ja, wird jetzt schwierig, aber wie gesagt, es sind noch genug Spieltage. Wir müssen uns halt jetzt sammeln, konzentriert arbeiten, sodass wir vielleicht dann in solchen Situationen dann auch mal das vorentscheidende 3:1 machen und natürlich beharrlich weiter. Teamgeist an sich in der Truppe ist gut, die Jungs ziehen fantastisch mit. Wird leider im Spiel nicht oft belohnt, aber ja, müssen uns einfach mal sammeln jetzt. Wenn man sich überlegt, 12 Niederlagen in Folge, das ist eigentlich Wahnsinn. Ja, das habe ich noch nie erlebt, hat kein Spieler sicherlich erlebt und ich bin froh, dass wir jetzt noch mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause gehen. Nach der Hinrunde ist es, denke ich, ein Erfolg. Aber es ist klar, im neuen Jahr muss sich einiges ändern. Wir haben einen Rückstand, den wir aufholen müssen. Und da gilt es in der Winterpause natürlich, sich neu zu orientieren und zu verstärken und dann gestärkt aus der Winterpause rauszugehen und das Beste noch zu geben. Es muss vieles passen, aber wenn wir heute verloren hätten, wäre es sicherlich sehr schwer gewesen. Aber solange man rechnerisch nicht abgestiegen ist, denke ich, sollte man alles versuchen. Und ich denke mal, nach dem Winter werden noch einige verletzte Leistungsträger zurückkehren. Und vielleicht schafft man es, einen oder anderen Spieler an Land zu ziehen. Und wenn man da gut dann reinkommt nach der Winterpause direkt, denke ich, dass es durchaus noch möglich ist. Natürlich hängt es auch davon ab, wie viele Mannschaften absteigen. Ist auch klar. Aber nichtsdestotrotz glauben wir natürlich noch dran. Ich habe es sehr gut sehen können. War natürlich dann auch so eine Entscheidung, die normalerweise für uns ist, weil es war definitiv Pfand. Hätte dann auch mit roter Karte geahndet werden müssen. Der Spielverlauf hätte dann natürlich dann auch wieder anders laufen können. Aber wie gesagt, das ist, wenn man unten drin steckt, hat man dann oft genug die Seuche. Und gut, Schiedsrichter haben es natürlich auch schwer. Aber klar, normalerweise eindeutiger Fall, aber gut. Hat halt nicht die Kölner Referees, die da helfen können. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.